Hast du schon den Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft gestellt? Leider noch nicht. Ich habe gestern mit einem Mitarbeiter gesprochen, der mir bestätigt hat, dass ich nicht nur Deutschkenntnisse auf B1-Niveau brauche, sondern auch einen Test absolvieren muss. Ich habe mich schon für den Test angemeldet. Einen Test? Es reicht doch, ein Diplom vorzulegen. Na, ein Test über die österreichische Geschichte. Ach so, ich weiß schon. Als ich den Test vor 6 Jahren gemacht habe, gab es noch andere Regelungen. Aber seit dem 1. November 2013 gilt eine neue Form der Staatsbürgerschaftsprüfung. Hallo Goran, wie geht's? Danke, es geht. Ich komme gerade von meinem ersten Vorstellungsgespräch. Und, wie war's? Hast du den Job bekommen? Keine Ahnung. Es waren viele Bewerber da. Außerdem habe ich mich nicht wohl gefühlt, war sehr nervös und konnte mich nicht auf die Fragen konzentrieren. Obwohl ich mich echt gut darauf vorbereitet habe und jetzt ist alles schiefgelaufen. Welchen Eindruck hast du vom Chef der Firma gewonnen? Der Chef scheint nett zu sein. Wann weißt du Bescheid, ob du die Stelle kriegst oder nicht? Nächste Woche wollen sie sich melden. Ich bin ja schon gespannt. Viel Glück.